Frank Thelen verrät uns heute, das war mein großer Fehler und dann höre ich einfach auf. Wir reden mit Frank Thelen darüber, welche Kryptowährungen er jetzt spannend findet, welche KI-Aktien bald richtig abgehen können und warum die Börse, aber auch viele Menschen aktuell KI viel zu hoch einschätzen und andere wichtige Trends verschlafen. Alles das gibt's heute im neuen Video bei Börse Online. Mein Name ist Marian Kopotsch, Leitung Digital bei Börse Online. Und wenn dir das Video gefällt, dann kommentier doch mal, was du von dem KI-Hype hältst. Abonnier den Kanal und lass uns ein Like da. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Frank Thelen. Ja, denn heute sind wir zurück mit einem sehr spannenden Interviewgast. Frank Thelen ist uns heute zugeschaltet. Ich muss ihn sicherlich nicht groß vorstellen. Frank Thelen, bekannt unter anderem aus der Höhle der Löwen, einer der bekanntesten Investoren Deutschlands und Tech-Experte. Hallo Frank, schön, dass du heute bei uns bist. Hallo und danke, dass ich bei dir sein darf. Ja, Frank, die KI-Welle rollt, so kann man es nennen. Einerseits, was die Technologie anbelangt, andererseits schaut man an die Börse, Nvidia, Supermicrocomputer, um nur einige Beispiele zu nennen. Aber zum Beispiel auch Kryptowährungen steigen fast Tag für Tag. Wir haben da viele Entwicklungen. Was sind da im Moment in dieser technologischen Hinsicht die Sachen, die dich am meisten überraschen? Tja, das eine ist sicherlich dieser Moment, den ChatGPT gestartet hat, wo auf einmal wirklich jetzt alles zusammenkam. Wir beobachten das ja auch von der Venture-Capital-Seite her und von Eigenentwicklungen. Ich selber durfte auch einige KI-Systeme mit meinen Teams entwickeln, schon seit fast Dekaden. Und jetzt, dass auf einmal dann wirklich dieser Punkt war, ähnlich wie beim Smartphone, und jetzt geht's los. Das hat mich überrascht. Im Positiven hätte ich nicht gedacht, dass es jetzt so passiert. Und dann, wenn man mal auf die Börse schaut, dass dann erstmal diese ganz klaren Gewinner definiert werden, wie eine Nvidia, auch zu Recht ein herausragendes Unternehmen, und dann Microsoft, dann aber schon relativ starr in diese Unternehmen nur investiert wird. Und das, was in der zweiten Reihe auch an spannenden Unternehmen da ist, die genauso profitieren werden und vielleicht sogar noch schneller wachsen, das ist bisher, wie wir finden, so ein bisschen irrational missachtet worden, und jeder Fonds, egal ob er auch Cleantech macht, hat Nvidia und Microsoft drin. Das hat mich dann doch sehr überrascht. Mhm. Ja, spannender Punkt, und wir kommen gleich auf jeden Fall noch zu der Aktienseite des Themas. Was ich noch gesehen hatte, du warst letzte Woche im Tesla-Werk in Grünheide, wenn mich nicht alles täuscht. Und jetzt muss man sagen, bei Tesla, muss man so sagen, lief es an der Börse zuletzt mittelmäßig. Was ist deine Meinung zur Tesla-Aktie, und hast du neue Erkenntnisse aus deinem Besuch gewonnen? Ja, ich war mit Richard, unserem Research-Team, vor Ort. Das ist das, was wir hier investieren. Also bei fast jedem Unternehmen, wo wir investieren, vor allen Dingen, wenn es eine Produktion gibt, sind wir vor Ort, wollen die Produktion, das Team, die Stimmung, das Management erleben. Und so natürlich auch bei Tesla, war nicht der erste Besuch, haben wir auch verschiedene Werke. Und bei Tesla lief es von der Aktienentwicklung in den letzten Monaten nicht so gut. Letztes Jahr lief es sehr gut, also natürlich auch nach einem sehr starken Tief. Aber insgesamt muss man einfach sagen, das, was ein Unternehmen aufbaut an Technologie, ist absolut herausragend. Und das sieht man auch nochmal in Berlin, wie durch Gigacasting und andere Sachen, der integrierten Software-Approach, hier wirklich hocheffizient Autos gebaut werden und damit auch profitabel werden. Insgesamt, interessanterweise, ist es so ein bisschen so, EV, also Electric Vehicle, ist nicht mehr so ganz angesagt an der Börse, weil so ein bisschen gibt, ja, Mercedes hat angekündigt, eine andere, sie wollen doch nicht so viel verkaufen. Das sehen wir anders, sondern wir sagen, das ist die Zukunftstechnologie. Wir glauben, dass ein Großteil der PKWs, aber auch der LKWs elektrisch werden, und dass hier so ein Duopol entsteht. Auf der einen Seite Tesla, auf der anderen Seite BYD. Mhm. Eigentlich eine traurige Nachricht und Entwicklung für die deutsche Autoindustrie. Ja, und da waren wir vor Ort. Wir werden das YouTube-Video und das Interview mit dem Chef der Giga Berlin auch veröffentlichen und sind nochmal bestätigt worden, Tesla hat das unter Kontrolle. Die haben wirklich wahrscheinlich die beste, mit BYD, so die beste Produktionslinie und integrierte Produktion, die es gibt auf der Welt. Also sagst du, nur als kurze Nachfrage, bei Tesla bist du überzeugt, was Elektroautos und LKWs angeht, weil die halt von der Technologie der Produktionsstraße so weit sind?
Genau, von dem ganzen integrierten System. Also, Sie haben ja ähnlich wie in Apple sich dazu entschieden, wirklich sehr tief zu integrieren. Und wir haben auch gesehen, wie zum Beispiel die Sitze dort, die die meisten outgesourced haben, integriert werden. Wir haben gesehen, wie die Autos quasi in dieser Hochzeit, wo die dann zusammenkommen, aufwachen. Das ist dann alles 100% Tesla-Software, wo andere Leute halt Zulieferer haben und deswegen dann externe Geräte anschließen müssen. Hier kann der Tesla sich quasi selber erkennen und analysieren. Und diese ganze Integration und natürlich die Robotik dahinter, wo dann der Optimus, die eigenen Chips, das FSD und so weiter kommt, finden wir sehr, sehr spannend. Wir haben aber auch taktisch, weil wir natürlich auch, das konnte man schon relativ gut absehen, die Absatzzahlen etwas enttäuscht haben, vorher die Position leicht reduziert. Fragen wir uns auf die nächsten 3-4 Jahre, sehen wir, dass es ein sehr, sehr starkes Unternehmen ist. Und sobald wir sehen, dass die Absatzzahlen, dass der Markt auch wieder EVs besser aussieht, wird die Position bei uns auch größer, aktuell taktisch ein wenig reduziert. Was für Tech-Anleger auch spannend wird, und da würde ich nur gerne deine Meinung hören, weil es ja auch so mit in dein Metier fällt. Cathie Wood hat ja mit Rise ETF einen europäischen Anbieter übernommen, um ihre ARK Investmentfonds sozusagen aus den USA auch nach Europa zu bringen, was bislang nicht der Fall war. Also bereitet dir das Sorgen, weil sie eine Konkurrenz zu euren Fonds sein könnte? Nein, ganz im Gegenteil. Ich habe auch, glaube ich, ein gutes Verhältnis. Wir haben auch gerade in München, waren wir einen Tag unterwegs und haben gemeinsam Interviews gegeben und waren auch gemeinsam auf der Bühne auf einer großen Konferenz. Also was Cathy und ihr Team da macht, finden wir großartig. Genauso auch zum Beispiel ein Bit Capital um Jan Beckers. Also ich glaube, wir brauchen eher mehr Tech-Fonds, die sich eine Meinung auch zu Themen bilden, die ein aktives Management machen. Wir haben eine Menge ETFs, die auch aus gutem Grund da sind, aber aktuell, glaube ich, haben wir vielleicht einen Tick zu viel ETFs und passives Geld. Von daher, jeder, der aktiv in Tech investiert, auch sein Research öffnet, das macht der Jan jetzt nicht und das ist aber auch okay von der Entscheidung her. Cathy öffnet sich ja wie wir und erklärt, warum und wie sie investiert. Das finden wir gut. Wenn man dann aber im Detail reinschaut, sind zum Beispiel zwischen Cathy und uns fast keine Position gleich. Also wir kommen zu deutlich anderen Ergebnissen dann, obwohl es der gleiche Ansatz ist. Und von daher freuen wir uns für jeden aktiven Investor, der mitmacht und dann vielleicht auch noch sein Research teilt. Ja klar, das muss man schon sagen, finde ich jetzt mal aus Investorensicht. Das ist bei euch schon gut, dass man auf der Fondsseite sieht, in welche Aktien investiert ihr, wie viel, also nicht nur ein paar Top-Positionen. Warum? Also ihr stellt regelmäßig Research zur Verfügung, was viele andere Fondshäuser auch nicht machen. Jetzt mal abgesehen erstmal von der Performance, aber vom Infoangebot, was man bekommt, ist es auf jeden Fall mehr, deutlich mehr als der Standard. Bekommt ihr da auch Rückmeldungen von Investoren, größeren Investoren, kleineren Investoren, wie die das so auffassen? Ja, anscheinend sehr gut, denn wie du gesagt hast, unsere Performance oder du angesprochen hast, ist bisher nicht gut. Damit sind wir auch nicht zufrieden. Das letzte Jahr haben wir über 30% gemacht, aber trotzdem haben wir einfach vorher zu viel verloren und wir hätten auch noch stärker uns dann wieder erholen müssen. Und deswegen kann man sagen, dass es gut ankommt, denn wir haben sogar eher Zuflüsse als Abflüsse. Und das heißt, damit sind wir sehr zufrieden und auch sehr dankbar, dass unsere Anleger die Geduld haben. Denn unsere Strategie, wo wir eben genau sagen, wir haben kein Nvidia, kein Microsoft, kein Meta in unserer Strategie, weil die sind nun mal in den großen passiven Indizes so groß, sondern wir haben ein eigenes Research und eigene Unternehmen. Das ist gerade eben von der Börse aktuell abgestraft worden. Auch wenn unsere Portfoliounternehmen liefern, das heißt, sie haben den Wachstum in den Produkten, sie werden profitabel, wie wir es auch vorher gesagt haben, teilweise sogar schneller. Das heißt, die Unternehmen liefern, aber es ist noch nicht die gleiche Entwicklung da wie bei den großen Aktien. Das heißt, da muss jetzt unsere Strategie auch Performance zeigen. Ich denke, das wird sie auch in diesem Jahr. Aber für uns manchmal schon auch schwer zu sehen, wie irrational dann diese großen 7 oder eigentlich ja nur die großen 4 dann die Gewinner sind und in der zweiten Ebene ignoriert wurden. Aber ich denke, dieses Jahr werden wir auch von der Performance her überzeugen. Ja, spannender Ansatz und spannende Aussage. Lass uns zu ein paar Einzelwerten aus dem Fonds kommen, die ich jetzt mal rausgesucht habe. Du kannst ja vielleicht auch noch sagen, was dein Favorit ist. Denn was ja auffällt, dass AlphaWave Semi in den Fonds die größte Position, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, ausmacht. Was überzeugt euch so bei dem Unternehmen? Ein wunderbares Beispiel zu dem, was ich gerade erklärt habe. Wir brauchen Rechenzentren und wir brauchen die Kapazität, weil diese großen Modelle, heutzutage Large Language Models vor allen Dingen, aber es geht ja auch um Video und andere Mengen, die wir auf der einen Seite trainieren müssen. Das sind unfassbare Mengen an,
an Chips, an Kommunikation, die wir hier brauchen, und dann aber auch diese Modelle laufen zu lassen. Das ist auch sehr rechenintensiv. Also deswegen wird diese Kapazität ausgebaut. Und Alphawave Semi, unsere größte Position, ist hier ein besonderer Spieler mit einer IP im Kommunikationsbereich. Also wie können die Chips untereinander kommunizieren und auch die Rechenzentren kommunizieren? Und es ist keine IP, die einfach kopierbar ist, sondern sie haben einen ähnlichen Zaun an IP, wo eben keiner mal das eben so kopieren kann. Und sie sind bei vielen großen Chip-Anbietern, sie sind da, dürfen da nicht alles sagen, was heißt, wir haben auch keine Insider-Informationen, aber wenn man sich eins und eins zusammenzählt, ist schon klar, dass sie wirklich auch bei vielen großen Chips dann diese Kommunikations-IP einbringen, haben bisher auch herausragende Zahlen gebracht. Und aber die Börse hat es bis jetzt einfach noch ignoriert, weil es halt eben ein kleinerer Spieler ist, ungefähr 1 Milliarde Marktkapitalisierung, und aber ein herausragendes Unternehmen ist. Und da haben wir schon eine sehr, sehr klare Ansicht darauf, dass sich das auch jetzt im Aktienkurs sehr bald sehr deutlich spiegeln wird, weil sie müssen genauso profitiert haben. Sie sind da einer der wichtigsten Zulieferer im IP-Bereich in diesem Sektor. Von daher wird es da eine gute Entwicklung gehen. Während wir gerade über unseren Fonds und unsere Aktien sprechen, fällt mir nochmal ein, ganz wichtig, keine Anlageberatung oder Empfehlung von mir, sondern das ist einfach nur ein Informationsgespräch. Mhm. Was noch aufgefallen ist, Oscar Health und Hims & Hers Health sind auch sehr große Positionen. Wenn mich nicht alles täuscht, bringt Hims & Hers heute Quartalszahlen. Also wir haben jetzt Montagnachmittag als Einordnung, wenn man das Video sieht. Genau, was erwartest du da und was findest du bei den beiden Aktien spannend? Also erstmal, Oscar war für uns natürlich auch eine Zerreißprobe sozusagen, weil wir das Unternehmen sehr gut kennen, den Gründer. Wir wissen, dass die einen modernen Software-Stack in der Versicherungsindustrie haben, den andere nicht haben. Und uns war klar, dass sie dadurch als einer der Gewinner hervorgehen werden. Aber die Aktie war auch sehr, sehr niedrig. Das hat sich jetzt um 160% erholt. Also hat mir da den richtigen Pick. Glauben aber, da ist noch deutlich Potenzial nach oben. Weil was passiert? Die Versicherungsindustrie läuft auf alter Software und jetzt kann ich diese ganzen Möglichkeiten der KI da gar nicht agil implementieren, ja, weil diese alten IT-Systeme das nicht ermöglichen. Diese Versicherung ist neu gestartet mit einer modernen Architektur, mit einem sehr progressiven Management und nutzt jetzt schon heute konkret die neuen KI-Möglichkeiten, um Kunden besser zu bedienen, glücklicher zu machen. Man sieht das an Net Promoter Score und auch viel schneller neue Produkte zu bieten und dann die Software auch in andere Versicherungen zu lizenzieren. Und deswegen genau ist Oscar weiterhin eine große Position, weil es einfach eine Versicherung ist, die diesen Software-Stack jetzt voll ausspielen kann und das einfach im Aktienkurs noch gar nicht reflektiert ist. Hat aber auch nochmal gezeigt, wie irrational abverkauft solche Unternehmen waren, obwohl sie wirklich herausragend sind, weil ja auch schon einige gesagt haben, die werden nicht überleben. Und das hat sich jetzt bewahrheitet, dass unser Research an der Stelle richtig war. Hims & Hers ist ein Unternehmen mit einem sehr, sehr starken Management auch, was im Health-Bereich gezeigt hat, immer wieder positiv zu überraschen, wie sie auch KI und andere Systeme nutzen, um Marketing zu machen, um neue Produkte sehr schnell zu launchen. Und jetzt haben sie ein neues Abnehmen-Möglichkeit auf den Markt gebracht. Wir sehen, das Engagement der Kunden ist herausragend. Man kann natürlich auch die App-Store-Bewertungen, Downloads lesen und so weiter. Also da erwarten wir gute Earnings und vor allen Dingen auch nochmal einen guten Ausblick. Aber natürlich, wir wissen es nicht, heute Abend Earnings, also wir sind sehr, sehr gespannt. Ist eine wichtige und große Position von uns. Ja, du hast eben schon gesagt, ihr setzt mehr auf Small Caps, Mid Caps, nicht so auf die Blue Chips, in die halt aktuell oder auch in den letzten Jahren halt sehr, sehr viel Geld geflossen ist. Wenn man sich die Position im Fonds anguckt, jetzt erstmal 10x DNA Disruptive, dann sieht man, also da wären die Blue Chips Tesla, PayPal und Palantir, die jetzt aber keine riesigen Mengen ausmachen. Ich glaube, alle drei zusammen, wenn dann gerade mal so 10%. Ist das so, die weiterhin dann auch die Strategie, du hast es ja schon ein bisschen durchblicken lassen, weiter auf die Small- und Mid-Caps zu setzen, auch wenn das halt noch ein bisschen bislang schwierig war? Absolut, wir werden unsere Strategie dort nicht ändern. Wir haben auch einen langfristigen Horizont. Ich selber bin ja auch mit über 10 Millionen Euro in die Strategie investiert. Und es ist wirklich manchmal auch nervenaufreibend, dass wir durch so eine Zeit laufen, wo Small- und Mid-Caps ignoriert werden. Aber insgesamt sehen wir ja, dass die Unternehmen liefern und von daher werden wir das nicht ändern. PayPal ist eine kleinere Position, die wir auch erst aktuell hinzugenommen haben. Warum? Als PayPal einfach ein klassisches großes Unternehmen war, mit einer Menge Cashflow und viele auch der großen Fonds früh investiert waren, waren wir nicht investiert, sondern ich glaube,
Wir haben es vor 4 Wochen oder so aufgebaut, bin ich mir nicht ganz sicher, weil wir jetzt sehen, dass ein neues Management reingekommen ist und das macht ernst. Das heißt, das wird dieses Unternehmen fit machen. Es wird leider für die Kollegen oder für die Mitarbeiter, aber gut für die Börse oder für das Unternehmen, wird es Entlassungen geben. Es gab auch schon Entlassungen. Es wird KI sehr sauber eingeführt, sowohl in der Softwareentwicklung als auch der Möglichkeiten in dem Produkt. Es werden viel schneller neue Produkte gelauncht. Und das ist quasi so ein großes Unternehmen, was ein bisschen im Tiefschlaf war. Und warum haben wir investiert? Weil wir glauben, das wird jetzt aufgeweckt. Und sind da sehr, sehr spannende Chancen. Aber seitdem sind wir erst investiert. Seit wir gesehen haben, jetzt ist das Unternehmen auch von der technologischen Seite her wieder spannend und es wird ein fittes Unternehmen, was wirklich progressiv neue Produkte und neue Releases rausbringt. Ja, wir haben es ja schon angesprochen und du hast es ja auch schon gesagt, so seit Auflage der Fonds war die Performance jetzt nicht zufriedenstellend. Da gab es auch viel Kritik, das wollen wir jetzt nicht alles nochmal durcharbeiten, weil das ist alles soweit bekannt. Was mich da mehr interessiert, weil ich mir auch viele Einzelaktien angeguckt habe, viele der Einzelaktien, gerade auch jetzt, die wir angesprochen haben, die kleinen, Oscar, Hims & Hers oder auch AlphaWave, machen eine ziemlich ähnliche Berg- und Talbewegung durch wie dein gesamter Fonds. Könnte man halt sagen, du warst einfach zu früh mit dem Fonds da oder einfach zum falschen Zeitpunkt? Absolut. Man kann sagen, seit der starken Zinswende, also wir hatten eine sehr hohe Inflation, da mussten die Zentralbanken die Zinsen anheben und dies hat einfach Tech-Werte, kleinere Tech-Werte ganz besonders hart getroffen und deswegen kann man einfach sagen, dass das Timing zum Fondsstart war sehr schlecht. Es ist ein Konzept, was wir über Jahre entwickelt haben, wo wir über Jahrzehnte unser eigenes Vermögen verwalten werden. Und solche Phasen gehören dazu, die haben wir auch schon im Venture Capital erlebt. Wir machen das über 25 Jahre und sind da sehr, sehr erfolgreich. Und wir machen kein Market Timing. Wenn man jetzt von draußen drauf guckt, war das ein schlechter Marktzeitpunkt? Auf jeden Fall. Also das war einfach, hätte ich auch so persönlich nicht erwartet. Aber langfristig, mehr denn je, sehen wir, dass Technologie kommt. Das passiert sogar schneller teilweise als gedacht. Und deswegen die Strategie ist absolut intakt und solche Themen gehören dazu. Ich meine, selbst ein Berkshire Hathaway hat dreimal in seinem Dasein über 50% Verlust gehabt. Das kann man an den Kursen ganz einfach ansehen und jetzt hat es unsere Strategie getroffen. Ja, was mich da wundert, ich bin ja also auch in Bitcoin investiert und gleich kommen wir auch noch ein bisschen zu den Kryptos. Da sagt ja jetzt auch niemand, dass Bitcoin an sich als Investment nicht mehr taugt, was dir ja auch vorgeworfen wurde mit den Fonds und will ich da jetzt keinesfalls in Schutz nehmen, aber gerade in der Tech-Welt ist es ja so, Bitcoin hat immer große Allzeithochs gemacht, ist dann stark gecrashed, aber die Community steht ja trotzdem dahinter. Und bei dem Tech-Fonds ist es jetzt ja nun mal ähnlich, dass auch gerade Technologie in Zyklen läuft. Aber weil du wurdest ja schon ziemlich hart angegangen. Wie hart hat dich das? Wichtig ist nicht, die Technologie läuft in Zyklen, sondern die Technologieentwicklung ist stärker und besser denn je. Das kann man an allen Parametern ablesen, sondern die Bewertung dieser Unternehmen läuft in Zyklen. Genau, ein wichtiger Unterschied. Aber wie hart hat dich das getroffen? Weil du wurdest ja durchaus schon viel und lange und hartnäckig angegangen. Also steckt man das immer so weg? Weil du präsentierst dich ja trotzdem viel in der Öffentlichkeit, in Talkshows, hier auf YouTube. Also wie schwer war das für dich? Du, das gehört dazu. Ich meine, wir haben schon so viele Unternehmen gesehen, wo wir sagen, ja, das wird niemals funktionieren. Und von Wunderlist über, ich weiß nicht was alles. Und wir haben am Ende des Tages haben wir immer geliefert bisher und haben dann herausragende Ergebnisse gezeigt. Wir sind einer der erfolgreichsten Technologie-Seed-Investoren in Europa. Und ich glaube, wir machen hier eine sehr saubere Arbeit. Wir wissen, was wir tun. Wir haben ein herausragendes Team. Meine Partner Marc Sieberg und Alex Koch, wir sind seit über 25 Jahren ein Team und wir glauben absolut an diese Strategie und von daher ist es nachvollziehbar, dass Leute sich dann auch so ein bisschen freuen bei vielleicht all den Erfolgen, die wir haben, dass sie sagen, siehste, jetzt lagen sie auch mal daneben und es sei denen gegönnt, das auch dann an der einen oder anderen Stelle auf Social Media oder in der Presse zu spielen.
Wir sind ganz sachlich, ganz ruhig. Wir verstehen die Technologie, wir verstehen die Produkte. Wir haben zu jedem einzelnen Investment ein detailliertes Discounted Cashflow-Modell und deswegen können wir das einfach in Ruhe durchstehen. Ein Bitcoin zum Beispiel, ja, der ist halt sehr volatil, aber wenn man insgesamt anguckt, performt er besser als Gold, auch bei aller Volatilität. Wir haben jetzt zum Beispiel auch die Entscheidung getroffen, wir nehmen Ethereum, also Ether, stärker in das Crypto-Exposure mit rein, weil wir sagen, da ist fundamental noch besser zu sehen, dass die Entwickler-Community aktiv ist. Es ist eine aktive Plattform. Wir sehen, was da für Projekte, Assets und so weiter draufkommen und das wächst einfach exponentiell. Und das hat eine gute Entwicklung genommen und wird aber unserer Meinung nach noch eine bessere Entwicklung werden. Das wird die Standardplattform für Distributed Finance Lösung werden, egal ob Bonds oder andere Sachen werden, da auch Equity werden darauf laufen und deswegen sind wir da sehr, sehr bullish auf die Entwicklung von Ethereum. Ja genau, wenn man in den Disruptive Technologies Fonds reinguckt, dann habt ihr 6% in Ethereum und 2% in Bitcoin. Du hast es ja gerade schon ein bisschen erläutert, dass ihr da mehr Potenzial seht bei Ethereum als Technologie. Ich habe Ethereum auch neben Bitcoin, finde ich auch sehr, sehr spannend. Aber warum, als Nachfrage, warum ist der Gap mit 6-2% so groß? Weil wir uns eine Meinung erlauben durch Research. Und manchmal braucht es einen Moment, bevor dann die Börse das auch so sieht, wie bei einem Oscar, bei einem Palantir und so weiter, wo wir auch lange investiert waren, bevor dann auch sich das bewahrheitet hat, was wir vorhergesagt haben. Und wir haben die ganz klare Meinung, dass sich Ethereum noch deutlich besser als der Bitcoin entwickelt. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn da Leute eine andere Meinung zu haben, das gehört dazu. Aber wir haben diese Analyse gemacht und wir haben diese Meinung und deswegen, genau, ist das auch so abgebildet. Weil das ist natürlich dann manchmal schwierig in so volatilen Phasen, wenn man eben nicht den Index abbildet. Weil wenn man in die meisten Fonds reinguckt, ist halt Nvidia und Microsoft die größte Position. Und in Phasen wie jetzt sehen wir dann auch manchmal wirklich mit unserer Performance nicht ideal aus. Aber das stehen wir durch und hoffen dann zu zeigen, dass wir einfach eine Überperformance liefern können. Welche Potenziale siehst du jetzt dieses Jahr noch bei Bitcoin und Ethereum? Wir haben jetzt im April das Halving, wo ja die Menge an neu ausgeschütteter Bitcoin reduziert wird, sprich ungefähr die Inflationsrate des Bitcoin wird halbiert auf dann nur noch 0,85% pro Jahr. Also so eine Art Angebotsschock erwartet man da. Was sind da eure, Strategien für dieses Jahr bei den Kryptos? Ja, also erstmal Bitcoin als Wertespeicher, hochzuverlässig, die Hashrate steigt, ein super Netzwerk, hat auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung. Deswegen haben wir es ja auch als Teil in dem Fonds drin. Was der Bitcoin-Preis macht, ist am Ende des Tages aber quasi nur, wie viel Nachfrage und wie viel Angebot haben wir. Und das Halving hat da in der vergangenen Zeit gezeigt, dass der Bitcoin-Preis nochmal stark steigt. Davon gehen wir auch aus. Aber ehrlich gesagt, wir können es natürlich auch nicht sicher vorhersagen. Schaue ich mich dagegen eine Ethereum-Plattform an, dann kann ich deutlich sehen, wie zum Beispiel der Second Layer wächst, wie immer mehr Transaktionen auf dieser Plattform stattfinden. Und dann kann ich mir, was schon schwer genug ist, aber eine sichere Vorhersage sagen, dass diese Plattform sich nochmal deutlich besser entwickeln könnte. Wir sind Bitcoin-Fans, wir verstehen das, aber wir sagen, die andere Plattform ist halt deutlich für uns nachvollziehbarer, warum dort der Preis steigt. Die ist übrigens auch, die Ether werden verbrannt, also es gibt immer weniger Ether, da ist das Dynamik noch eine größere als beim Bitcoin. Aber jetzt zu sagen, glauben wir, der Bitcoin geht auf 1 Million, das kann man alles nachrechnen. Das ist ganz einfach eine Frage, wie viel Nachfrage rechne ich da rein und sage ich, es wird irgendwie, wenn ich es mit Gold vergleiche, ist es noch klein. Also das macht alles Sinn, das kann alles passieren. Kann ich das heute sehr sicher vorhersagen? Nein, das fällt mir bei einer Ethereum-Plattform leichter zu sagen, aus folgenden Parametern und folgender Dynamik könnte sich der Preis nochmal positiver entwickeln. Wo du das ansprichst, habt ihr da ein Kursziel für Ethereum, was man auch nennen kann? Nein. Damit muss man auch ganz klar sagen, das ist der Vor- und Nachteil, wenn man so stark in der Öffentlichkeit steht. Das hat viele Vorteile, viele Nachteile. Wenn ich jetzt hier sage, Ethereum steht bei folgendem Preis, weil wir das aus der Historie und der Dynamik in dem Netzwerk und so weiter errechnet haben, dann gibt das sicherlich wieder eine direkte Headline. Deswegen, das habe ich auch gelernt und da habe ich auch sicherlich an der einen oder anderen Stelle einen Fehler gemacht, wo ich zu
sehr meine eigene View darauf, meine Überzeugung, die ich auch mit meinem eigenen Geld hinterlege, als ganz klares Statement rausgegeben habe. Und das werde ich jetzt erstmal nicht mehr tun. Mhm. Deswegen, wir glauben an Ethereum. Ich habe, glaube ich, erklärt, und da gibt es auch Research, öffentliches auf unserer Website, cnxna.com, warum wir glauben, dass sich da der Preis sehr gut entwickelt, aber wir geben keinen Preistarget raus. Mhm. Und ich sage auch nicht zu Bitcoin. Ja. Also es gibt da ja diese 1 Million und so weiter. Das Einzige, was ich sage, ist, ich kann nachvollziehen, warum es dahin gehen könnte. Also das, ich verstehe das Rechenwerk dahinter, aber ob das so passiert, da sind echt sehr, sehr viele Parameter dran, die wir nicht beurteilen können. War ja auch im letzten Bullenmarkt so, wo selbst ein JP Morgan und so gesagt haben, ja, die 100.000 kommen jetzt und am Ende sind wir dann bei den 69.000 hängen geblieben. Also das ist auch eher unseriös, da nur mit den Zahlen immer rumzuwerfen. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Aber welche Kryptowährung, wenn es welche gibt, beobachtet ihr vielleicht noch, um sie demnächst mal aufzunehmen? Oder welche findet ihr noch, auch wenn ihr nicht da rein investiert, spannend? Gibt es da was? Nein. Wir sind, wir müssen wirklich verstehen, warum mit einer in den nächsten Jahren sich etwas sehr sicher so entwickelt mit unserem Research. Und es gibt andere tolle, interessante Projekte. Und hätten wir einen reinen Kryptofonds, würden wir da sicherlich noch mehr aufnehmen. Aber bei uns mit unserem Krypto-Exposure sehen wir aktuell für unsere Anleger keine bessere Kombination als Bitcoin und Ether. Mhm. Und so wie wir sie aufgestellt haben. Und deswegen werden wir da nicht weiter noch mit anderen Coins, zumindest kann ich es mir nicht in den nächsten Monaten vorstellen, das zu diversifizieren. Die beiden sind auch die Gewinner. Also man könnte jetzt sagen, es gibt noch Lucky Punches, wo andere Coins sich noch viel besser entwickeln. Wir haben mal Solana und so erlebt. Aber das ist nicht, wie wir investieren. Kommen wir wieder zurück zur KI, zur Technologie, denn wenn es ein Trendthema im Moment gibt, was die Kryptowährung auch noch outperformt, dann ist es ja, wie wir schon vorhin gesagt haben, KI. Da würde mich interessieren, wie nutzt ihr im Unternehmen KI, wie nutzt du KI und was denkst du, wohin wir uns da in dem Jahr noch entwickeln? Ja, also erstmal, wir bei CNXNA verwenden KI sehr, sehr aktiv. Ich leite persönlich ein Projekt, indem wir Daten zu Unternehmen in einer Plattform, eigenentwickelten Plattform sammeln und dann dort verschiedene Modelle, die es ja entweder als Kauf gibt von OpenAI und Gemini und Co. oder auch Open Source Modelle mit eigenen Algorithmen und Daten zusammenführen, um unsere Analysten zu Hybrid Humans zu machen, wie wir das sagen. Das heißt, die trainieren auch selber die Maschine, fragen immer, die Maschine weiß, welche Fragen gestellt werden von anderen Analysten, bringen das zusammen, dann wissen die, welche Antworten sind wertvoll. Wir monitoren dadurch die Systeme automatisch und stecken da schon eine Menge Kapital und auch Gehirnzeit rein, wie wir unsere proprietäre Datenplattform hier weiterentwickeln. Klar, und im Portfolio haben wir schon drüber gesprochen, sind eine Menge Unternehmen, die KI-Exposure haben, auch wenn da nicht Nvidia als Pure Play so dabei ist oder als Posterchild. Und insgesamt glauben wir, dass das fängt halt gerade erst an. Also es ist nicht ein Hype wie damals VR, vielleicht kommt jetzt VR wirklich, weiß ich nicht, sondern es ist wirklich Substanz und von hier an werden wir einfach sehr, sehr viele Erfolge in KI sehen. Wir werden natürlich auch sehen, dass teilweise zu bullish jetzt investiert wird, besonders auch im Venture-Capital-Bereich, wo wir das ja auch verfolgen. Aber insgesamt hat KI Substanz und von hier aus wird sich eine Menge Wert weiterhin entwickeln. Da wird ja Deutschland immer vorgeworfen, auch dem Wirtschaftsstandort Deutschland, diese Zukunftstechnologien immer zu verschlafen. Wie ist deine Meinung da in Hinsicht KI? Verschlafen wir das auch schon wieder und überlassen den USA und anderen Ländern den Platz Nummer 1? Kann man schon sagen. Ja, also erstmal genau so oder so, der Platz Nummer 1 ist USA, der Platz Nummer 2 ist China. Das ist einfach, ist so, Punkt. Mhm. Und wenn man sich jetzt die Wertschöpfungskette anguckt, also da kann man vielleicht noch in Europa so ein ASML oder sowas sehen, aber durchgehend von den Chips über die Datenplattformen und so weiter, das ist alles USA oder China halt teilweise eigene Systeme entwickelt, wie zum Beispiel ein Baidu, die bei uns auch im Portfolio sind, das führende KI-Unternehmen aus China, unserer Meinung nach. Das ist einfach, da sind wir in Deutschland sehr schlecht aufgestellt. Und wir haben Aleph Alpha zum Beispiel, wo jetzt auch Bosch und andere SAP sich da involvieren. Das finde ich auch sehr gut. Wenn man aber anguckt, welche Geldmengen gebraucht werden, dann ist das einfach eine so große Dimension, dass es sehr schwierig ist. Und
In den USA habe ich dann zum Beispiel auch noch Tesla, die ja auch ein eigenes Dojo-Netzwerk entwickeln, eigene Chips entwickeln. Die machen jetzt gerade ein einzelnes nebenbei Rechenzentrum in New York für 500 Millionen, also eine halbe Milliarde, und sagen halt, das ist halt so ein kleines, nochmal ein Puzzlestück, aber es hat nichts mit der großen Menge zu tun, die wir eigentlich brauchen. Das heißt, es ist einfach so große Kapitalmengen und so viel Zugriff zu den Chips und eigenen Chipsentwicklungen, dass wir hier einfach leider in Europa ja, aktuell nicht gut dastehen. Mhm. Aber denkst du, dass es trotzdem in Deutschland auch in diesem Jahr irgendwie noch Überraschungen hinsichtlich KI geben kann? Also könnten vielleicht doch ein paar und nein? Nein, es ist einfach, das sind solche, also du kannst gute KI-Unternehmen bauen, die bestehenden Libraries nutzen, um dann neue Produkte und Experiences bauen. Kannst du hingehen und kannst sagen, ich baue jetzt eigene Modelle, die besser als Gemini oder OpenAI oder andere Systeme sind? Nein. Also mag sein, also das wäre eine wirklich Durchbruchüberraschung, ja, so wie ich habe jetzt neulich gesehen, dass ein Unternehmen behauptet, was wir glauben, es leider nicht funktioniert, ich nehme Blut ab, nur ein bisschen Blut und kann dann jede Krebssorte, wirklich jede Art, die ich haben kann, kann ich sicher vorhersagen. Ja? Also solche Aussagen gibt es immer mal wieder. Das wäre dann so ein unfassbarer Durchbruch. Wenn sich KI so weiterentwickelt und das benötigt, was von den aktuellen Experten erwartet wird, dann brauche ich sehr, sehr, sehr viel Kapital, Chips und Netzwerke und viele proprietäre Daten. Und da sehe ich nicht, dass auf einmal jemand aus Europa heraus eine Wunderentwicklung hat und sagt, jetzt spielen wir übrigens auf Augenhöhe oder sogar besser als ein Google oder OpenAI hier auf KI-Ebene mit. Wir werden hoffentlich einzelne Unternehmen haben, die gute Sachen machen, aber wir werden nicht den weltweit dominierenden Player auf einmal haben, weil halt so ein Sprung macht in der Forschung. Wenn ich auch auf die Quantencomputer schaue, das ist ja dann der nächste große Weg, den wir da haben, da sind auch die USA deutlich besser aufgestellt. Schade, dass wir da dann wieder in Europa und Deutschland nicht so mithalten können. Es ist ja mein Herzensangelegenheit mit Freigeist und unserem Venture Capital. Also wir investieren oder arbeiten mit einem Team an einer unabhängigen Dateninfrastruktur im Weltall mit Endurosat. Nach unserem Wissen die letzte unabhängige wirklich Infrastruktur im Weltall aus Europa. Wir haben gerade eine tolle Runde announced mit Robco, einer unfassbar starken Company im Bereich Automation, Robotics, haben wirklich herausragende Hard- und Software entwickelt. Dort haben wir eine tolle Finanzierungsrunde announced und so weiter. Wir machen Energiespeicher, also wir versuchen ja, das genau in Deutschland und Europa mit unserem Venture Capital darzubilden und solche Köpfe mit Kapital zu versorgen, und wir haben da auch immer wieder große Erfolge. Lilium Aviation, auch das ist natürlich keine Anlageberatung hier an der Börse. Also man kann schon viel machen in Europa und es bewegt sich auch was. Mhm. Wenn ich aber an die fundamentale KI, an die großen Modelle schaue, dann glaube ich, wird das für uns schwer. So zum Abschluss, Frank, des Interviews. Du bist ja auf sehr vielen Ebenen, sehr vielen Geschäftsbereichen aktiv, mit dem Fonds, mit Freigeist Capital. Du machst viel im Internet, auch bezüglich Bildung ist vielleicht auch immer ein bisschen natürlich Marketing mit dabei, muss man dir aber auch zugestehen. Aber du versuchst auch über Technologie, über Kryptowährung was zu vermitteln. Was wäre denn mal der Punkt, falls es das bei dir gibt, hast du irgendein Ziel, wo du hin willst und wo du am Ende sagst, so, jetzt bin ich fertig, jetzt reicht's, jetzt höre ich auf, ich habe meinen Teil dazu beigetragen? Oder was müsste passieren, dass du sagst, jetzt reicht's an dieser Stelle? Ja, also dann, wenn ich nicht mehr kann. Also wenn ich merke, dass mein Geist oder auch mein Körper, die hängen ja zusammen, also ich muss ja mein Gehirn irgendwo hintragen. Wenn ich merke, dass das nicht mehr so funktioniert, wie das da ist, dann werde ich sicherlich hoffentlich zurücktreten, auch zum richtigen Zeitpunkt. Solange ich das noch kann, macht mir das große Freude, auf der einen Seite halt über das Venture Capital das Kapital zurückzugeben an kluge Köpfe, Unternehmen aufzubauen, auf der anderen Seite bei 10xDNA einfach ja, ein hochinteressantes internationales Tech-Portfolio aufzubauen. Wenn ich dann aufhöre, dann werde ich einen Großteil meines Vermögens spenden, und zwar im einen Bereich Bildung und im anderen Bereich für unseren Planeten. Das sind nicht nur Klimathemen, sondern auch zum Beispiel Plastik, Mikroplastik und so weiter. Wenn ich denn dann noch halb aktiv bin, sozusagen, also wenn ich merke, okay, jetzt richtig aus dem Tagesgeschäft habe ich nicht mehr, aber ich kann auch einigermaßen effektiv mit meiner Frau zusammen
dann spenden und da, das ist auch gar nicht so einfach, hört es blöd an, aber du kannst nicht einfach das Geld überweisen, sondern auch da effektiv so zu spenden, das war warum, kommt gar nicht so einfach. Das ist dann sozusagen der letzte halbaktive Schritt und danach dann sitze ich dann wirklich vielleicht an Mallorca am Strand und mache dann gar nichts mehr. Ja, Frank, allerletzte Frage dann nach dem Ausblick. Du hast eben schon gesagt, also wir haben jetzt KI, du hast schon angesprochen Quantencomputing, weil das wäre meine Frage noch gewesen, welche Tech-Trends verdeckt die KI jetzt, weil sich alles auf KI konzentriert? Gibt es da dann abgesehen von Quantencomputing noch was oder sagst du, nee, KI ist jetzt halt einfach das Ding und darauf konzentriert sich alles? Ja, ich glaube, das ist auch gerade von der Börse ein bisschen irrational gesehen. Wir haben halt dieses Orchester, was jetzt kommt. Ja, also wir haben einen 3D-Druck, der einfach exponentiell wächst und der natürlich auch Verlierer haben wird, aber auch eine Menge Gewinner haben wird. Wir haben zum Beispiel im Portfolio Norsk Titanium. Super spannend, wie man deutlich effizienter Titanium einsetzen kann für zum Beispiel Flugzeuge, wo es sein muss. Und wir haben Hyperfine im Portfolio. Da geht es um das MRTs. In der Kombination natürlich aus KI, aber auch ganz viel anderen neuen Technologien auf einmal sehr günstig und sehr portabel werden. Also ich glaube, das, was aktuell unterschätzt wird, ist dieses Orchester von all diesen Technologien, die zusammenkommen und deswegen komplett neue Produkte und Experiences bringen werden. Die nächsten Jahre werden verrückt, was cool ist für uns als Konsument, weil es eine Menge neue tolle Ideen gibt, was gut ist, weil wir, glaube ich, mehr im Einklang mit unserer Umwelt leben können und trotzdem noch ein spaßiges, intensives Leben haben. Aber es ist auch tolle Chancen an der Börse, die man in unserem Portfolio findet, die bisher halt eben noch ein bisschen ignoriert wurden. Ja, danke dir, Frank, für die vielen spannenden Einblicke. Wir sind gespannt, wie es also insgesamt an der Börse mit der KI, mit dem Tech-Thema, mit Kryptowährungen, wir haben vieles gestreift, weitergeht. Danke dir. Ich danke dir und vielleicht auf bald. Ciao, ciao. Ciao. Und wie immer bleibt mir somit am Ende nur zu sagen, bleibt investiert.